Nein. Nein? Nein. Das ist ein Fisch. Hier, guck. Der jetzt Hochpumpe kommt. Alter, sei vorsichtig. Oh Mann, lass mich erstmal hier. Mein Muskel ist übersäuert. Das sind die Büroleute. Das ist ein Trümmer. Das ist wieder ein 70er. Bleib hier! Bleib hier! Oh, ich seh ihn. Ja. Der ist breit. Der ist richtig breit. Jetzt wird sich erstmal konzentriert und schnauze. Alter. Ein neuer Tag bricht an am Stolsfjord. Nachdem wir gestern schöne Pollacks und ganz zum Schluss einen großen Dorsch landen konnten, soll es heute früh morgens um 7 Uhr weiter raus Richtung offene See gehen. Also Wecker stellen, ganz früh raus aus den Federn quälen und raus aufs große Arvor. Wir nehmen heute gezielt dafür das große Boot, weil es einfach sicherer ist, falls wir mal große Wellen bekommen sollten draußen auf offener See. Unser Ziel liegt am Ende des Hitrasundes. Wir steuern einen Unterwasserberg an, der mit einem R gekennzeichnet ist. Das R steht für Rock und bedeutet felsiger Untergrund. Ideal für unsere Zielfische, wie den Pollack zum Beispiel. Wie schon die ganze Zeit in diesem Urlaub zeigt uns das Echolot an diesem Unterwasserberg die ganze Wassersäule voll mit Fisch an. Es dauert aber eine ganze Zeit, bis wir die ersten Kontakte bekommen. Dann schlägt bei mir auf einmal ein ganz guter ein. Boah, der ist schwer. Wird ein guter sein. Marc, kannst du mich fischen? Ja. Heilboot. Ich habe den nur so einen Meter beim Grund einfach gehalten, den Köder, pelagisch einfach so. Ja, so habe ich das auch gemacht. So ein bisschen tanzen lassen. Oder schöne Lunge. Ja, das ist jetzt irgendwas. Irgendein Grundfisch. Irgendein Grundfisch ist das jetzt. Ich hoffe, ein dicker Dorsch. Was hast du über Grund einfach so wie Pilken? Ein bisschen geknopft. Da kommt er. Der ist gut. Nein! Nein? Nein! Das ist ein Fisch! Hier, guck! Der jetzt Hochpumpe kommt, Alter! Gut. Alter, sei vorsichtig! Er holt dir einen nach der Nuss aus! Ich hoffe, das ist auch ein Fisch! Ey, der hängt richtig fest! Mach ruhig, Alter! Der Pilker! Na, wenn schon kein Fisch, dann ziehen wir wenigstens die Leine aus dem Wasser und räumen das Meer ein bisschen auf. Alte Schnur! Zieh mal an der Schnur, vielleicht hängt da noch ein paar Längs und ein paar kleine Seelachse konnten wir fangen. Also ab nach Hause und erstmal Frühstück machen. Beim Vorbereiten der Route bemerke ich, dass das Wasser unten am Steg schon wieder kocht. Es ist unheimlich viel Brutfisch jetzt bei den stärkeren Temperaturen in den Fjord reingekommen und die Seelachse schnappen sich die kleinen Fische von der Oberfläche. Nicht nur die werden aktiv, der ganze Nachmittag ist noch sehr erfolgreich und wir fangen Fisch auf Fisch.
10 cm entpuppen sich als gerade die optimale Größe, selbst für ganz große Exemplare. Das ist der Fisch des Urlaubs bestimmt hier. Ja, Zander. Ja? Geil. Junge, das ist. Boah. Das ist bestimmt ein Ding. Leng oder was? Leng vielleicht, ja. Okay, dafür brauchst du ein bisschen cooler nachher, ne? Ja. Wenn das jetzt ein dicker ist. Wenn das ein dicker ist. Hör mal auf zu labern und konzentrier dich erstmal jetzt. Mach mal. Und auf der Stromkabeljagd, was da hinten da gibt, der macht schon. Wenn das ein Halbwut ist, dann erstmal glaube ich das nicht. Und zweitens, cool, sind wir ja untergeworden. Kann nicht mehr, ey. Ja, ja, ich weiß schon. Was ist das? Dort. Nimm die. Schön. Sei mal. Nimm mal rein. Da ist. Geil. Hast du ihn hier so angestellt, Alter? Voll. Da, als wenn du hier. Als wenn die Boot oder irgendwas willst. Alter, für mich war das schon in einem rechten Arm schon heftig. Nee, das ist der König bisher. Das ist jetzt der größte Fisch als Urlaub. Oh Mann, lass mich erstmal hier. Ich, mein Muskel ist gerade so ernst. Oh ey, das ist eine Muschi. Das sind die Büroleute. Können wir endlich Fotos machen? So, ab geht's nach Hause. Wir merken langsam, dass das Wasser wärmer wird. Im Vergleich zu den ersten Tagen fangen wir wesentlich besser. Da dürfte die nächsten Tage vielleicht noch was kommen. Schaut gerne auch mal bei den ersten Folgen vorbei. Die ersten Tage findet ihr rechts am Rand. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche zur nächsten Folge.